Und damit herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2 Remastered. Kann man auch anmerken. Wir gehen jetzt heute weiter und zwar Richtung Maintenance Station Nummer 570. Wieso gibt's davon so viele? Ich glaube, Mutter weiß, dass ich dir helfe. Sie beschleunigt meine Behandlung. Lass mich nicht im Stich. Sollen das eigentlich aktuelle Nachrichten sein? Also, dass sie uns aktuell hilft? Weil wenn ja, das ist 10 Jahre her. Dann scheint sie uns ja nicht vergessen zu haben. So, Sicherheitskommando aufheben. Mit Sicherheitskommando übernimmst du die Kontrolle über Sicherheitselemente von Rapture. Die feindliche Sicherheit und deine eigenen Bots werden dem hüpfenden blauen Ball folgen und ihn angreifen. Okay. Weiß ich jetzt nicht, halte ich jetzt nicht so für sinnvoll. Also bin ich halt ehrlich. Da gibt's coolere Dinge, ne? Das hier ist Scout. So, damit werde ich unsichtbar, wenn ich das richtig weiß. Ist übrigens schon jetzt länger her, als ich gespielt habe. Da hinten ist einer. Einfach mal umwichsen. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt länger nicht gespielt. Dementsprechend hilflos könnte ich wirken. Au. Jetzt zappel hier mal nicht so rum. Assi. Hier ist eine Vita-Chamber, das ist schon mal schön. Ja, wir suchen jetzt wieder nach Leichen. Wir haben eine Little Sister ja dabei wieder. Und eine gibt es noch im Level. Das habe ich schon angeguckt. Servus. Hier unten geht es nirgendwo hin. Okay, wo geht's denn da oben noch hin? Junge, Alter. Oh, sorry, ich bin gerade maßlos überfordert. Mit dem Leben. Ich wollte eigentlich... Dahin wollte ich 3. Komm her. Schatzi. Ich hab nicht damit gerechnet, dass da oben geschützt steht, bin ich ehrlich. Sekunde. Zucker, Alter. 3. Hackpfeil. Ich habe auch genug Auto-Hackpfeile. Oder auch nicht, Alter. Fast verkackt. Da! Wollte gerade sagen, das habe ich doch gesehen. Mhm. Also da könnte ich Sachen runterwerfen. Das habe ich nie alles. Das ist... Oh, Alter. Telekinese. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Aber okay. Egal, wir gucken uns erstmal hier weiter oben um. Ziel aktualisiert. Finde den Schlüsselcode zur Poseidon Plaza. Hat er Poseidon Plaza gestanden? Keine Ahnung. Daniel, wir beide haben die Pläne für Rapture entworfen. Wales und Wales Architekten. Weißt du noch? Aber Andrew Ryan hat uns auf die schiefe Bahn gebracht, mein Bruder. Weg vom Allmächtigen hat er uns geführt. Red doch einfach weiter. Liegt die Rettung, Daniel. Ich verlange ja nur einen Beweis, dass noch ein Fünkchen Glaube in dir lebt. Ich habe im Pink Pearl deiner Firma ein Geschenk für
für dich hinterlegt. Finde den Code darauf, Bruder, und wir werden gemeinsam für deine arme Seele beten. Okay. Ja, Mr. Tonband. Mom hat das spielt im Hintergrund. Fuck you, Alter. Damit ich nicht mehr zu Amir und den anderen Kindern kann. Aber Sicherheitssysteme sind auch nur Drähte und Lötstellen, genau wie du. Und wir sind ja jetzt gute Freunde. Total dumm, Alter. Jedenfalls, Amir hat ein. Okay, Antipersonenmunition, ja, aber nur Scheiße. Da ist Indien drin und Irland und alles andere. War nichts Interessantes. Wenn du es wissen willst, ich finde Amir ziemlich hübsch. Für einen Hundefresser. Oh nein, Rückzug! Eleanor, komm sofort zurück. Okay. Danke. Ja, wir müssen jetzt offensichtlich erstmal in einen anderen Bereich. Das wollte ich nicht. Junge, du gehst mir echt auf die Eier. Ich bin gerade ein bisschen unfähig, hier die ganzen Dinger durchzutauschen. So, pass mal auf, ja? Erstmal machen wir hier ein Foto von dir. Okay, können wir nicht. Ich werde den verwirrenden Gedanken nicht los, dass ich dir mein Leben verdanke, Gründer. Ich schicke dir ein Notfallpapier mit der Urpost. Aber nichts Dr. Lärmzahn, ja. Ich habe diese Waffe hier viermal gesucht. Wo liegt die? Drei? Vier? Auf vier liegt die. Ich habe immer drei oder fünf getippt. Der hat eine Sister dabei, okay. Ah. Oh, mit der Bohrfans. Boah, Alter, heute ist kein guter Tag. Ich merke das schon. Ja, komm her. Ja, Ibims. Ja, wir sein jetzt wieder zusammen. So. Mit mir am Arsch, ey. Gut. Wo kommt ihr her, Alter? Und woher wisst ihr, dass ich hier bin? Stehen die vor mir, ey, Wichser. Dreckbisser. Gut, wir können uns erstmal was aus der Rohrpost abholen, sehr nett. Lecker Schmecker. Das schmeckt aber. Okay. Wir haben jetzt eine Harpune. Thema mit deiner aktuellen Waffe zu zoomen. Die erinnert mich sehr an die Armbrust, aber scheinbar ist sie cooler. Würde ich jetzt erstmal so sagen, dass sie cooler ist auf jeden Fall. So, Genbank brauchen wir gerade nicht. Da sind auch nochmal Speere. Los. Eine Wiederchamber. Kuckuck. Das Pearl gehörte zu den nobelsten Häusern in ganz Rapture. Aber im Krieg haben sich die Bewohner irgendwann selbst zum Verkauf angeboten. Daniels Büro ist in der obersten Etage. Kann ich rausholen. So, ich muss sagen, die Sperrgun ist. Also. Puh, die ist gut, ey. Wird jetzt schon meine Lieblingswaffe, bin ich mir ziemlich sicher. Erinnert halt vom Alm her sehr stark an den. An die Armbrust aus dem ersten Teil. Und die war auch extrem gut. Wenn man noch zielen konnte, nicht so wie ich, war sie halt noch besser. Und selbst für mich war sie echt gut. Panzerbrechende Munition, sehr schön. Bisschen was gegen Daddys. Sicherheitsbordabschaltung.
und Pfarrer Simon Wells. Verdammter Simon! Rapture ist also undicht, na und? Wenn man deswegen Rotz und Wasser heult, wird's hier nur noch feuchter. Hab ich recht? Nichts weist darauf hin, dass es an unseren Entwürfen liegt. Kann genauso gut Push der Baufirma sein. Aber nein, Simon kriecht zu Dr. Lamb. Ganz zerknirscht, weil wir keinen Auftrag mehr kriegen. Und als er wiederkommt, sagt er, er wollte schon immer Priester werden. Und er ist jetzt Pfarrer Simon Wales. Sein Glaube ist noch nicht mal katholisch. Jetzt gibt es zwei Götter, heilige Zahlen, den verdammten Charles Darwin und weiß der Teufel was noch alles. Wenn mir diese Sophia Lamb über den Weg läuft, dann klatsche ich ihr eine und eine Kopfnuss gibt's noch mit dazu. Dann klatsche ich ihr eine. Okay, Bruder. So, ich weiß ja, dass ich inzwischen 6 tragen kann. Habe ich ja geskillt, glaube ich. Oder mir gekauft oder so. Mr. Bubbles läuft hier irgendwo rum. Okay, ein bisschen beunruhigend, bin ich ehrlich. Hä? Wieso zoome ich jetzt nicht mehr auf Z? Also jetzt mal ernsthaft, wieso wechsle ich auf einmal auf Z auch die Dinger durch? Gut, gutes Spiel. Gehen wir mal Electro Bolt erstmal wieder. Da wollen wir erstmal nicht durch. Okay, da hinten ist ein... Servus. Mach dich mal weg, Schatzi. Ja, also ich würde gern hier auf jeden Fall erstmal oben looten. Ich habe nicht abgedrückt. Also, ich wollte nicht, aber... Ich habe eventuell ein bisschen... Hallo. Danke. Ich habe eventuell ein bisschen am Kabel gezogen. Du gehörst also zu Simon? Hier ist mein Friedensangebot. Okay. Ich habe ihm direkt im beschissenen Pink Pearl Sweetie erstmal in die Birne geschossen. Das muss Daniel sein. Stell ihn und zeig ihm, wo der Hammer hängt. Aha, ich habe ihm schon ins Gesicht geschossen, ne? Also das sollte jetzt nicht so das Problem werden. Pass auf. Den holen wir uns auch gleich, Schatzi. Aber wir looten erstmal vorher noch ein bisschen. Junge, liegen hier 4 Verbandskästen rum. Na gut, hier wird auch gleich ein harter Pfad gehen, ne? Von daher, was ist hier eigentlich noch alles? Okay, das ist jetzt nicht mehr so riesig. Das heißt, wir können sie mal hier kurz... Falsche Taste. Schöner Pornoladen hier, Alter. Wieso kann ich nicht durch? Wie soll man da reinkommen? Gar nicht? Ja, wahrscheinlich gar nicht. Wobei, kann ich... Ich glaube, man soll da nicht reingehen. Also, ich bin mal realistisch. Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass man da nicht reingehen soll. So, gehen wir das da mal. Da liegt... Antipersonenmunition. Nichts mehr, okay. Ja, Verbandskasten kann ich hier aufheben. Du bist meins, ne? Ja, okay. Das hatte ich schon gehackt. So, da gehen wir gleich erst rein. Ich denke mal,
Den Scheißer werden wir uns im nächsten Part erst holen. Oh, ich hab Nieten voll. Okay, gut. Also wirklich gut, aber halt. Ne? Überraschend jetzt zugegebenermaßen. Na gut. Ja, wobei, noch würden wir es schaffen. Ich habe hier genug Heilung rumliegen. Gut. Der hat hinter sich. Okay, wir können nur 4 E-Spritzen haben. So, doppelter Stand. Klar, Standard. Ich hatte schon einige Feuer zu meiner Zeit. Und die hatten alle ihre Macken. Aber ich glaube, Rupert schlägt sie alle. Er wollte immer, dass ich mich währenddessen hochspleiße. Meinte, das bringt mehr Spaß für uns beide. Ich sagte ihm, ich mach's nicht aus Spaß, sondern wegen der Kohle. Außerdem hätte Danny einen Anfall gekriegt, wenn ich das Fixen angefangen hätte. Er selbst tut's natürlich schon. Aber was für den einen okay ist, ist für den anderen noch lange nicht okay. Hier im Drop. Okay. Bohrer-Treibstoff haben wir jetzt voll. Er fand's geil, wenn sie sich währenddessen gespliced hat. Okay, gut. Jeder hat sein King. Ich schäme nicht. Gut, dann würde ich sagen, pass auf, ja? Mini-Geschützturm in die Ecke hier. So. Und Schatzi darf splicen, nachdem ich ihn untersucht habe. Na, Kleine, gönn. Mhm, wir erinnern uns gleich. Junge! Wieso treffe ich den nicht? Dein Maul sollst du halten. Ich habe gleich keine Munition mehr, Alter. Ja, geschützt macht mir ja auch Schaden. Irgendwann bringe ich dich auch nach Hause, Schatzi. Aber erstmal brauche ich eine ganze Menge Munition. Also Speere waren gerade echt nicht so effektiv, muss ich einfach mal anmerken. Gibt das? Wo sind die ganzen Leichen abgeblieben? Mein Geschütz ist kaputt. Okay, die Speere fallen dann für gewöhnlich runter. Das heißt, ich muss jetzt echt nach Speeren hier Ausschau halten, weil die halt alle runtergefallen sind. Aber irgendwie habe ich echt schlecht getroffen mit den Speeren leider. Ich hätte gesagt, hier drüben habe ich auch einen hingeschossen, aber kann auch dann hierher gelaufen sein natürlich. Das weiß ich nicht. Egal. Gut. Den habe ich bisher übersehen. Ich hätte da vorher mehr Speere, oder? Hm. Keine Ahnung, jetzt habe ich auf jeden Fall nicht mehr mehr. Ich würde sagen, mich stört, dass wir keine Knarre mehr haben und sie echt... Also, verstehe ich auch nicht. Okay. Gut,
Ich würde sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss.